In diesem Video... Junge, meine Fresse ist auch betäubt von den ganzen Drogen. Er denkt sich ja für einen Drogenfilm. Haha, den fahre ich auch gerade. Hä? Die sagen die Antwort nicht. Ich hasse das. Mann. Ich hasse das, wenn die Antwort einfach nicht sagen. Und damit herzlich willkommen, Leute. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Und willkommen zur heutigen Ausgabe. Umgeklickt und vielen lieben Dank für die ganzen Geburtstagsglückwünsche im Chat. Ich habe heute Geburtstag. Mein Geburtstag ist aber in wenigen Tagen, tatsächlich. Trotzdem vielen, vielen Dank für die lieben Geburtstagsglückwünsche. Aber ich habe heute Geburtstag. Capital Bra, Samra und Mois. Okay. Meister Sakala. Was geht ab? Okay, let's go. Wir raten mit. Die erste Frage. Im Film Lombok. Das ist... Okay, Lombok ist der Kifferfilm. Genau euer Fachgebiet. Im Film Lombok. Wie viele Joints werden konsumiert? Ja, ich will gar nicht mitspielen. Das ist kein Problem. Okay, lass kurz raten. Also sagen wir mal, Lombok ist ein Kinofilm. Das heißt, er geht ungefähr eine Stunde, 20 Minuten Länge. Sagen wir mal, es werden sagen wir mal, 60 Minuten, 80 Minuten läuft der Film. Ungefähr 80 Minuten ist der Film lang. So, wenn jede 5 Minuten ein Joint geraucht wird. Ja, ich sag 40 Joints werden im Film geraucht. Ich glaube, alle 5 Minuten. Ist ja ein Kifferfilm. Was passiert im Kifferfilm außer Joints rauchen? Eigentlich nicht viel, oder? Willst du keine Nummer sagen? Nein, ja, ich weiß es nicht. Du hast mich enttäuscht, Bruder. Ich muss einmal gucken, wie bei euch läuft, Digga. Du weißt es. Du willst nicht sagen, komm. Sag einfach irgendeine Zahl. Weißt du was, Kapi sagt immer als letztes. Yeah. Okay, gut. Allem, was sagst du? Ich gehe mit der krassen Zahl, weil ich in Berlin bin, habe ich diese Vibes 31. Oh, 31. Samra. 36. Kapi, was sagst du? Keine Ahnung, Mann. Oh, 40 werden alle 2 Minuten. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich Mathe-Mann bin. Was ist denn das für ein Film? Drogenfilm. Junge, seine Fresse ist auch betäubt von den ganzen Drogen. Er denkt sich ja für einen Drogenfilm. Haha, den fahre ich auch gerade. Mann, komm mal jetzt, Mann. 31? Du musst hoch oder tiefer gehen, weil ich hab 31. Ich sag 30. Okay, du sagst 30. Okay. Dreht euch alle um. Ich hab dir gesagt, du sollst in der Mitte nehmen. Und du hast das nur nicht genommen. So, soweit ich weiß, hat Kapi 30 genommen, Alem hat 31 und Samra hat 36. Tatsächlich werden in dem Film 21. Nur 20? Ich bin's wieder! Laut einer offiziellen Zählung, wie viele verschiedene Schlümpfe gibt es? Was für eine offizielle Zählung? Haben die immer diese Fernsendung gezählt? Ich sag nochmal 40. 40 Schlümpfe. Okay, Alem, komm, sag mal deine Antwort. 24. Okay, das sind zu wenig, oder? Ich hab 40. 24, Samra, du guckst schon. Junge, wie er auch guckt. Was ist denn mit Capital Bra eigentlich los? Ich sag 26. 26. Okay. Kapi? Ich sag mehr. 26. Er sagt, okay, was sagst du? Sag mal. Ich weiß nicht, die Kamera. 30 Schlümpfe gibt's. Aber oha, 30 Schlümpfe, ich hab 40. Was sagst du nochmal? 24? 24, ja. Es gibt einfach 100 Schlümpfe. 100? 100 Schlümpfe? Wo? Wo, Alter? Wir kommen zur dritten Frage. Du hast doch bestimmt eine E-Mail-Adresse, oder? Ja. Kriegst du so Spam-Mail? Du hast doch bestimmt eine E-Mail-Adresse und er so, ja. Jetzt manchmal sowas, weiß ich, die verkaufen so irgendeine Scheiße. Spam. Okay, guck mal. Es gibt Idioten, die fallen drauf rein. Und die kaufen dann tatsächlich auf dieses Spam-Mail. Nee. Bei der wievielten Spam-Mail? Also, wie er guckt die ganze Zeit. Wenn man sagt, bei jeder 10.000. Kauft einer oder je 10 Millionen zu 10 Milliarden. Bei der wievielten Spam-Mail kauft immer jemand? Bei der wievielten Spam-Mail? Ich wusste nicht, dass überhaupt jemand Spam-Mails liest, weil die landen ja im Spam-Ordner. Jede 5 Millionste. Jede 5 Millionste Spam-Mail funktioniert. Ungefähr. Jede 5 Millionste Spam-Mail funktioniert, sag ich. Ich hab's. Okay, Alem. Ich nenne dich halt an, Nummer 666. 666, auf gar keinen Fall. Also wenn wirklich jede 666. Spam-Mail funktioniert, dann ist die Menschheit verloren. Bei der 666. Genau. Ich sag mehr auf jeden Fall. Okay. Ja, ich sag mehr bei der Million. Ja. Oh, das ist gar keine dumme Antwort. Was sagst du? Dann sag doch mal eine Zahl. 200.000. 1000, du sagst eine Million. Okay. Okay, dreht euch alle um. Oh. Ja, das war klar, dass der Entschluss abbekommen bei 600 ist zu wenig. Ballett! Auf dieselbe Stelle, du Hund! Weißt du, was das Problem ist an der ganzen Sache? Ihr wisst nicht, dass in jeder Sekunde
unnormal hohe Zahlen an Spam-Mails rausgeschickt werden. Und jede 12-millionenste führt zu einem Verkauf. Jede 12-millionste? Ja, okay, ich habe die Hälfte geschätzt, aber es war gar nicht so weit weg. Ich konnte es relativ gut einschätzen. Pro Sekunde, wie viele Blitze schlagen auf der Erde ein? Pro Sekunde? Ich weiß nur, dass in Afrika jede Minute 60 Sekunden vergehen und das ist also das soll schon sehr schlimm sein. Helfen Sie jetzt. Spaß. Also, pro Sekunde, wie viele Blitze schlagen ein? Okay, also Blitze schlagen ein, wenn es stürmt. Jetzt gerade ist hier schönes Wetter. Ich sage, pro Sekunde schlagen an die Erde 100 Blitze pro Sekunde. 100, sage ich. 100. 500 sagt Kapi. 500 sagt Kapi. Was sagt Samra? Oh. 700. Ich sage dann 600. Okay, dreht euch um. In der pro Sekunde schlagen 500 Blitze ein, Kapi. 500? Der hat genau recht gehabt. Alter, Kapi ist so ein verstecktes Genie. Ich hab gedacht 100. Ich hab mich echt ein bisschen verschätzt. Okay, hey, Jungs, fünfte Frage. Dankeschön. 8. Okay, guck mal, die erste TV-Fernbedienung, die auf den Markt kam, damit man nicht immer so sein Kind schicken musste, damit der Knöpfe drückt, die kam auf den Markt und hieß Lazy Bones. So, faule Knochen. Okay, in welchem Jahr kam das raus? In welchem Jahr die Fernbedienung rauskam? Sagen wir, der erste Fernseher kam raus 1935. Die Fernbedienung kam dann erst raus 1940, 1938. Ich glaube, während des Zweiten Weltkrieges oder viel früher. Ich sage 1940, sage ich, kam die Fernbedienung raus. Ist wahrscheinlich zu spät. 1950 sagt Samra. 1925 sagt Alim. Okay, er sagt früher als ich, er sagt später als ich. Mann, Kapi, Alter, komm schon. Kapi, schau, ich gebe dir einen Tipp, du musst einfach nur eine Zahl dazwischen nehmen. Dann kommst du auf 3. Oder du gehst auf Risiko und versuchst richtig zu treffen und sagst etwas tiefer als 25, du hörst 50. Was ist denn aber überleben? Du sagst 30 Jahre später, ne? Ja, früher. Früher, er sagt später. Er sagt 50, 25. 1925 kann ich mir keine Fernbedienung vorstellen. Niemals im Leben, ich habe keine Ahnung, wo der groß geworden ist. Ich gebe mit Samra, ich sag so. Oh, wie viel hast du gesagt? Er hat 50 gesagt. Ich sag 1955. 55. Okay, dreht euch um. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das war zu früh, das dachte ich mir. Jetzt bin ich gespannt. Wieso schießt du auf dieser Stelle, du dreckiger Scheiß? Genghis Khan. Hä? Die sagen die Antwort nicht. Ich hasse das. Mann, ich hasse das, wenn die Antwort einfach nicht sagen. Wann kam die erste Fernbedienung raus? 1955. Capital Bra hat's genau wieder aufs Jahr richtig. Ey, Capital Bra hat genau die richtige Anzahl von Blitzen gesagt, genau die richtige Jahreszahl von der Fernbedienung und genau irgendwas anderes auch nochmal genau. Capital Bra hat dreimal die Frage exakt richtig beantwortet. Schätzfragen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ist? Das finde ich schon erstaunlich. Okay, Leute, falls ihr das komplette wissen wollt, was mit Genghis Khan passiert, schaut bei Mois rein, das schöne Grüße da, und schreibt ihm mal in die Kommentare, Bruder, hör auf rauszuschneiden, was die richtige Antwort ist, weil das macht einfach nur mad. Wenn man die richtige Antwort rausschneidet, dann werde ich einfach nur mad. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.